Reset und live. Oh. Aber die Briten sind tatsächlich sehr loyal, so, was ich. Und hoffe. Nach rechts zum großen Stein da. Hinter dem Offizier einreihen, ich bock oben. Auf geht's, Kameraden! So, meine Herren. Die Offizierseinheit tatsächlich genommen. Ja, wieso? Sag nur. Okay, na. So, und verlangsamen und hinter mir hier eine Doppelkolonne bilden. Ich reite aus zum Scouten. Nein, ich meine nur, weil man bei der Offizier halt identisch zu den Rankern aussieht, ja, anscheinend. In der Tat. Das ist irgendwie, das sagt irgendwie. Oh, wenn es dem Pferd schmeckt, ist doch schön. Nom nom. Wie war das noch? Da steht wieder Pferdefleisch auf dem Plan. Jawohl, Meat is back on the menu! Oh nein. Habe ich mir auch gedacht. So. Also, das ist ein Flaggen-Event. Das heißt, solange einer von uns lebt und der Rest tot ist, können wir nicht respawnen. Diese Person kann entweder sterben oder in den Spawn gehen. Allerdings wird diese kein Pferd wiederbekommen, falls dieses es verloren hat. Andererseits, Säbel bitte immer rangieren. Und ansonsten, wir kosten zum Reviven 4 Punkte. Normaler Infanterist nur ein, das heißt, seid sparsam mit eurem Leben. Nicht doof reinrennen, nicht auf dem Bajonett einfach so denken, hey, YOLO, charge. Weil es kann auch relativ lange dauern, bis man revived wird mit dem Rest wieder. Ja. Krieger? Ja. War das gerade so eine Selbstmemo? Ja, oder? Ja, genau, ja, ja. Okay. Ich dachte mir so, wenn, dann muss ich schon, ja. Note to okay. Self, nicht YOLO chargen. So Leute, ich sehe da hinten fünf Linien, lasst mal durchreiten. Ne? Ja genau, ja, dann wäre es kritisch. Auf zu Arti! Ja genau, was apropos Arti, das gesamte, ich bin rechts vom Stein zu mir kommen. Im Doppelkolonne einreihen. Heißt einfach dann die wieder bilden, ich reite extra langsamer. Boah, ey, die Formation sieht lit aus. Doppelkolonne und beschleunigen. Die asymmetrische Doppelkolonne sieht lit aus, ich weiß nicht. Ja, lit sind andere Sachen, ja gut. Es gibt eine Kavallerie pro Team, dementsprechend wisst Bescheid. Und die anderen sind halt Pros. Ja, Pros, die machen das, wie wir leichter machen. So, wir decken die Linie, die jetzt hier vorliegt. Das ist, glaube ich, sogar das 92nd. Jo. Die Gegner rücken allgesamt zurück. Okay, das Gesamte, wir werden hier eine coole... Langsamer. Ist das gestartet? Moment. Ah, zu beiden Seiten Staffeln. Geschwindigkeit wieder aufnehmen. Eine einzige Linie bilden. Und mir nach. Ah, die Arti ist so nah. Ich kann sie riechen. So, wir rücken jetzt den Rücken der Verbündeten. Rechts Staffeln, Charge. Denk dran, es sind nur vier, wir haben die Überzahl, wir sind zu sechst. Erstes Pferd gehittet, einer entfernt, nice. Ist mounted, tot. Wie ist der Fuck. Gestorben? Ich hab ihn nur dismounted. Ich war hinter dir. Achso. Damit. Nice, Pferd, ich brauch nur ein Pferd. Super. Pferd ist offen. Okay, letzten am Leben lassen, könnt ihr am Leben lassen, zurückziehen. Wenn ihr ihn entfernen könnt, wäre das super und nicht töten. Nur entfernen. Nice und zurück zu den Verbündeten. Richtung gegnerischer Arti reiten. Freunde, könnt ihr bitte. Nein, ich schätze, das lohnt sich nicht. Mich. Also, das war der Offi gewesen. Das ist der Offi. Ja, lol. Ich bleib oben. Okay. Verbündeten sind bei der Arti-Stellung. Wenn ihr einen Suicide seht von irgendeinem 2E-Leuten, dann ist das deren Offi gewesen. Wir chargen jetzt die Leichte zu beiden Seiten Staffeln und schön rein in die Olle. Fuck, das ist leichter. In der Tat. Binden, Artilleristen töten. Ja. Artillerist rennt zurück. Das war ein Schuss. Seid zu zweit, einer.
Mindestens sind wir alle gestorben und können jetzt respawnen. Ja. Wir chargen nicht. Ja, sorry, ich dachte, das war leichter, aber ich dachte, es war ein Jäger, aber es war leichter. Ich glaube, Arti ist viele Punkte wert, aber ich bin mir nicht sicher. Aber es kann sein, dass die 8 wert sind sogar, oder noch mehr. Wahrscheinlich. Das kommt mir nach. Aber vielleicht war das auch beim KK-Flaggen-Event. Fuck, ich hasse es, dass das verschiedene Mods sind. Nee, beim KK-Flaggen-Event kostet die KAF nur 2 Punkte. Ein rein zum Mitglied. Ah, okay, meine, wie viel die Arti wert ist. Ob es sich lohnt, die zu chargen, meine ich. Hm. Vor allem gibt es hier keinen Raller-Cache und auch keinen Nummer 59. Ja. Deshalb ist die gegnerische Arti nicht so stark wie sonst. Das stimmt. Alle Mann ein C. Oh nice. Das 90 Second wird gerade vom ganzen Gegnerteam gejagt. Das sieht einfach nur krass aus. Die rennen einfach mit deren Flagge da weg. Okay, wir werden mal versuchen, von denen was zu retten. Race Staffeln. Achtung, Stein ausweichen. So, Verbündeten decken. Nicht in den Charge verwickeln lassen, nur Verbündete decken und die Gegner aufhalten. Und zurückfallen. Uff. Eine Linie hat es geschafft, die andere macht einen Suicide Charge. Okay, wir haben nur einen verloren, sofern ich sehen kann. Zum Torstein. Wir nennen diesen einfach mal den Torstein hier. Alles klar. Ich bin gut in Namen geben. Okay, und das gesamte Doppelkolonne hier hinter mir bilden. Das ist doch hier der Triumphbogen in Paris. Ja, genau. Auf den Stein haben sie ihn abgemodellisiert. Ah, das gesamte halb links. Zu mir, ein rein, marsch. Hat jemand ein Pferd verloren? Weil vorhin waren noch 4 im Nahkampf, habe ich gesehen. Ja, einer wurde noch, das war noch dort. Ich weiß nicht. Okay. Die Person hat sich nicht zu Wort gemeldet, ja. Aber es ist passiert. Ah, in der Tat. Schöne Kugel gefangen gerade. Seid ihr alle tot oder was? Nö. Es ist nur einer gestorben und einer ist entfernt. Wir reiten mal im Spawn vorbei und schauen, ob wir die Toten abholen können. Das ist so Drive and Go. Die gegnerische Kaff ist übrigens wieder auf dem Feld mit 4 Mann. Aber der erste Nahkampf war ganz schön gegen die. Also ich wäre da eigentlich gerne reingeritten und etwas abgeschnetzelt, aber dann Wieso sind das eigentlich so wenige heute? Letztes Mal... Oh, die haben ja auch deren Mannzahlenfluktuation, sage ich mal. Zu beiden Seiten Staffeln, links, rechts. Vielleicht kommt hier eine unsichtbare Wand. Vor allem hier schätze ich auch mal, dass Sommerferien das Ding ist. Ah. Kommt hier eine unsichtbare... Ich glaube, das ist nicht wie im KK-Event-Krieger. Das Spawn ist ja einfach nur ein Punkt, wo Leute spawnen. Ah ja, in der Tat. Sorry für das Blocken. Ich glaube, wir müssen einfach alle sterben, wenn ich mich nicht täusche. Wenn nur im Kampf ja, das ist unsere Möglichkeit. Perfekt. Der Kauf vorne kommt schon unsere So, Kaff Arti beschützen, Kavallerie abfangen. Nicht sterben, entfernen. Nicht sterben, entfernen. Fuck, wir haben sie nicht abgefangen. Das ist schlecht. Oh doch, das ist der Arti-Guard. Bin entfernt. Hier das Map-Ende? Okay. Digga, wurdest du gerade dismounted? Ja, ich hab's gesagt. Da ist aber noch ein Pferd. Oh, bitte töte das Pferd nicht. Ja. Reite nicht weg, Pferd! Nein! Auf geht's, Kameraden! So, 2 Gegner noch. Nice. Schütze das Pferd. Achtung, einer noch aufs Pferd. Schütze das Pferd! Nein! Keiner. Natürlich muss es sterben. Jetzt ja. Weg, okay, die noch ein Pferd haben, gehen den engagen, die nicht, ja. Nice. Ja, ihr hättet das Pferd retten können. Ja, genau. No. Na gut. Naja. Ja, gut, Musketen holen, würde ich sagen. Und von hier dann, oder wo schießen? Vielleicht oh, links ist eine Linie. Leute, wir machen Arti Guard. Da hinten kommt eine Linie, die Arti charged. Wo, oh, was? Links, ja. Links am Wald. Ah. Das heißt, wir gehen jetzt zur Arti-Guard. Die zwei, die noch ein Pferd haben, sich hinter der Arti verstecken. Sobald die dann chargen, dürft ihr die dann überraschen. Ich glaube, die haben uns. Wäre nichts sagen, aber ich glaube, die haben uns gesehen.
Naja. Stell ich mir hinter Chroma ganz unauffällig. So sind wir weniger sichtbar. Auch egal. Wenn sie mich abschießen, ist in Ordnung. Aber ich frag mich, woher das Spawn ist. Also das die rennen weg. So ich will übrigens darauf hinweisen, dass wenn ihr Tote seht, dass die Musketen droppen in diesem Event, wenn ich mich nicht täusche. Ja, soweit ich weiß, ja. Haben. Okay, sieht so aus, als würde die Linie da hinten... Oh, die werden vom 92nd gecharged, okay. YOLO! Los nein. Geht's, tschüss! Nein. Ja, los, reitet mit. Nein, nein, nein. Da kommt da vorne, da vorne, kommt da vorne, Kavallerie. Oh! Kavallerie, kommt, wir holen uns jetzt den Rest. Spielt mit der Arti übrigens zusammen. Ihr seid nur noch zwei zu fett, die können euch locker snacken. Aber wenn wir in der Nähe sind bei der Arti, habt ihr bessere Chancen. Ja, versucht sie zu uns zu lenken, wenn ja. Wir dann sterben, dann... Und hier können noch welche schießen, also das heißt, ja. Ja, ja, ich binde sie. Und dieses Mal nicht entfernen, weil wir brauchen zwei Pferde. Leichter gesagt als getan, ehrlich gesagt. Ja. Komm, einer ist auch immer greedy. Boah! Nice. Naja, er hat noch danach drei andere Kills gemacht, also. Also ich will jetzt nicht sagen worth it, aber... Pferd. Er hat schon worth geschrieben. Okay, ich hab einen entfernt. Ah, fuck, sorry, Pferd getötet. Okay, Ja, sehr gut. Hat ja super funktioniert. Komm mit... Simon, dementsprechend haben wir jetzt keine Entferdeten mehr, das ist ein Vorteil aber an sich. Schreib doch mal dem Typen, woher das Spawn ist, das für die Leute. Das Moment, ich würde eigentlich. Ich glaube, dass Reviven funktioniert so nicht, deswegen war auf lange Sicht auch keine Kavallerie da gewesen, weil der Kavallerieoffizier vom Gegner noch gelebt hat und er erst gekillt werden musste, bevor alle wieder respawnen konnten. Ja, in der Tat, das war ja der, deswegen haben wir den Offi am Leben gelassen. Simon, mir nach. So, wir machen jetzt mal was, damit wir alle respawnen können. Ach nö. Guck mal da vorne. Da würde ich jetzt nicht reinrennen. Ja, aber wir wollen doch alle revived werden. Ja, nee, aber ich meine, wir sollten halt so nah sind, dass wir nicht nur entfernt sind. Genau, sparsam. Schau mal. Okay, komm. Wir machen dann einfach mal einen Charge of Economy. Rambo Cup wird da geschrieben, als wärt ihr nicht die Letzten aus eurer Einheit. Was soll das? Wir machen so lange weiter, bis der Admin was läuft. Ja, dann soll er halt den Revive da aktivieren, der Vollidiot. Ich weiß auch gar nicht, was ihr sonst... Also, komm, das kann doch niemandem zugemutet werden, dass ihr dann dismountet. Also, das Einzige, was er jetzt geben würde, würde euch... Menno, ich wollte ein bisschen mehr im Kreis reiten, Krieger. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja. Bis ihr da mal sterbt, ist das Event vielleicht vorbei. Nee, wenn man... Ich würde einfach einen Fick drauf geben, was die in den Chat schreiben. Solange der Admin nichts sagt, ja. Ist das so in Ordnung. Komm, Simon, wir holen jetzt die Leichte. Ach, guck mal, da vorne gibt's was. Los geht's. Ach, doch nicht. Oh, komm, Simon. Ja, was war denn das? Was war denn das für eine Stay-Alive-Quote? Ich bin nicht seelisch dazu gezwungen zu chargen. Jetzt lebst du auch noch. Hast alles ja, verkackt. Komm, ich versuch, dass hier nicht einer hier schießt. Jetzt renn mal ein, renn jemanden drüber. Du schaffst das. Ja, komm! Nein! Entfernen genau reicht, aber töten nicht. Lassen die euch am Leben, oder? Ja. Danke! Glück. Danke, Topik! Du hast ein schreckliches Aim, aber danke! Übrigens, du musst... Er schreibt sorry! Thank you. Jedenfalls... Du musst dich nicht von Teammates töten lassen, wenn du respawnen willst. Das gibt einen Suicide-Button. Aber das ist halt nicht schlau, weil... Ja. Oh, meine Herren. So, wir haben aktuell 100 Punkte mehr als das gegnerische Team. Das ist nice. Das gesamte hinter mir einreihen, ein Glied bilden und weiter rein. Einreiten, weiter rein. Einreiten, weiter reiten, durchreiten. Ja, aber nicht durch den Fels. Nein, nur um rum. Das war auch cool. Für Cinematic-Effekt. Weil es cool ist. Genau. So, ich hab... gewittert, dass feindliche Kavallerie auf der anderen Seite ist, hier vom Stein. So, Pferd töten, letzten entfernen. Nicht so. Jemand bitte das Pferd da hinten sichern, damit unser Teammate nicht töten, nicht töten das Pferd. Wir haben einen Entferneten. So, schildet ihn und der Rest kümmert sich um den gegnerischen Artilleristen. Blockiert das Pferd. Der Jolo hat einfach durch alle Reihen durch. Wir holen ihn. Lustig ist er, hat mich nicht getroffen auf seinen Teammate. Lasst ihn am Leben, lasst den Gegner. Okay, gegnerischer Kavallerist tot. Jetzt kommt ihr mir nach, sammeln. Wir kommen zu euch beiden. Wir können gar nicht probieren, den am Leben zu lassen. Mir nach. Links staffeln. Also ich sehe da eine ungedeckte Kavallerie. Artillerie.
Oh, oh. Ein rein. Das ist ein süßes Verlangen. Aber zu beiden Seiten Staffeln. Was eine dumme Entscheidung ist. Pömpel haben Priorität, Pömpel mitnehmen. Achtung, Macron wahrscheinlich. Das ja. Oh, fucking Macron. Pömpel haben Priorität. Scheiße. Tötet den zweiten Artilleristen, der hat eine Kanone dabei. Der Berittene von rechts. Nice. Hinter dir. Ich bin hier. Jawohl. Nice try. Noch ein Artillerist. Okay. Sehr schön, die Kanone ist weg. Du bist fertig, die Kanone ist noch da. Okay, 2 gegen 4, das könnt ihr locker schaffen. Meine. Nice. Warte, der eine macht jetzt Feiern. Der Pömpel, der Pömpel, der Pömpel. Also ihr seid bei den Pferden, geht einfach rein. Nimm den Pömpel und drop ihn nicht. Ernsthaft? Simon, der Versuch war gut, der Versuch war gut. Okay. Du, wenn du den Pömpel aufgehoben hättest. Den Pömpel habe ich nicht gesehen. Ach so. Ja, an sich wäre der sowieso irgendwann respawned, also. Ich meine, na, das kommt drauf an. Können, ja, Artigards können die Kanonen bedienen, ne? Ja. Ja. Das heißt, die haben den Skill, aber die haben keinen Pömpel. Doch, haben sie. Natürlich. Rein. Der Pömpler ist verreckt. Das hier, der hat sich einer verirrt, hallo? Ja, da hat sich einer verirrt. Und die sind auch gerade respawned. Guten Tag. Mit einer neuen Kanone. Ach so. Mit einem neuen Lieutenant. Nichtsdestotrotz, mir nach. Nein. Geht er jetzt? Das ist der. Ja. Lass ihn mit uns reiten. Das ist dieser Tulk, das ist vom Gegnerteam. Der ist der Gegner-Arti-Team. What? Nee, Gegner-Arti. Gegner-Arti, doch. Einfach komplett verwirrt. Die haben gerade eben die ganze Sabotage, Zeit geteamt. Die haben ihn die ganze Zeit geteamkillt. Ach so, der spielt jetzt. Und jetzt kommt er zu uns, damit er sich retten kann. Oder wie. Nice. Der Krieger muss noch einen Invite schicken. Das ist 100% nicht regelkonform, aber es ist lustig. So, wir beschleunigen zu Angriffsgeschwindigkeit. Natürlich fängt mein Pferd einen Hit. So, die zurückrennen, abfangen. Die haben alle schon geschossen, alle drei da. Nicht sterben. Nicht sterben, werden aber... Ich hab dir mal ein Pferd überlassen, Krieger, hinter dir. Der Flaggenträger. Danke für dein Pferd. Scheiße. So, zurückfallen, zurückfallen, zurückfallen. Nehmt die Flagge, nehmt die Flagge. Freunde. So, Flagge mitnehmen, wenn möglich. Jawohl. So, weiter chargen. Weiter chargen. Auf ja, die im Häuschen sind. Leute, die Flagge einzunehmen. Die Flagge sicher? Ja, okay. Ja, die Flagge haben, machen Flaggenschutz. Ich gehe zu einer Linie. Muss dann passieren, dass die Flagge. Einfach lange überleben. Ja, einfach länger behalten, glaube ich. Fuck, so close! Hopp. Oh fuck, eine ganze Linie. Ingmar Hartmann. Base Hartmann. Ich töte sie alle. Oh, so close an der Flagge. Oh. Da haben sie aber Fire and Charge gemacht, aber nicht. Ich find's genial, wie viele Teamkills die Artilleristen machen, aber sie machen einfach viel mehr Kills als Teamkills. Okay, die haben jetzt ihre Flagge da stehen? Nee, doch nicht. Okay, letzter Husar, der am Leben noch da ist. Ja, ich auch, also oh, wir ihr sind beide jetzt bei dieser Linie. Entert beide den Rambo-Modus. Also jetzt nicht Rambo, aber sondern den tötet alles, was sich bewegt und was feindlich ist. Also schon ja, Rambo, aber halt im Stil. Rechts beim Stein ist ein Feinde. Also ich bin zufrieden damit, bei ihm hier zu bleiben, dass die sterben, weil. Ja. Was ist denn mit unserem neuen Milizionär passiert? Ist der wieder zurückgegangen ins andere Team? Ich glaube, der hatte andere Ziele. Bin gestorben. Ja, kann sein. Fällt mir noch einer. Komm, Koma. Spring auf die Kugel. Mach den Münchhausen. ja, aber nein. Denke ich auch. Also, ich meine, ich kann mich so hinstellen, dass ich eher getroffen ja, bin. Ja, tu das mal bitte. I guess. Meine das ist auch in Ordnung, wenn du ruhig lange überlebst. Das ist einfach dann schlau. Also, gegebenenfalls. So, komm, ich bin jetzt hier schon super. Also,
einfacher zu treffen. Ja, nee, komm. Ich habe gerade den Admin gefragt. Ich habe gerade den Admin gefragt, was soll man eigentlich machen, wenn, also ich habe gesagt, wenn jetzt alle außer einer sterben, was, dann sind wir einverstanden, dass man eigentlich nur... sich erledigt. Jawohl, nice. Ein rein. Schau dir das an. Was war das? Netter Schuss. Also, wenn alle außer einer sterben, ist das, was man tun muss, einfach warten, habe ich den Admin gefragt. Und er meinte, na, go Rambo, wenn du noch einer lebt. Ach so. Null. Okay. Deswegen, wisst also, Bescheid. Das heißt, das ist erlaubt. Okay, in diesem Sinn ja, weil wenn halt nur noch einer lebt und dann halt niemand revived werden kann. Weil ich glaube, die haben die Flaggen jetzt nicht so gemoddet, dass man die halt als Respawn-Punkt verwenden kann. Wie jetzt auf dem KK-Event zum Beispiel. Ja. Ja, beim letzten Mal Rechtsstaffeln. Spawn, da konnte man hingehen und dann wurden die Leute revived. Einfach die falsche Map dafür. Kann auch sein. Bitte? Oh Gott, die haben Artillerie auf dem Feld, das sieht ja so aus wie Waterloo. Also, wie gesagt, am Spawn. Ein rein. Das Spawn reviven kann man nur bei der. So, bereit machen, zu beiden Seiten staffeln. Gegnerische Kaff abfangen. 90 Second schützen und Flagge schützen. So, geht hinter die feindlichen Kavalleristen und fangt sie ab. Nice. Why? Was machen sie? Oh, natürlich, werde ich jetzt entfertigt. Das ist das Leichte. Oh, der Schneider ist auf dem on the go. Die hat mich das gekillt. Naja. Naja, schützt die Flagge auf jeden Fall von unserem Team. Selbst wenn die schon zurück ist. Macht noch ein paar Kills, versucht die gegnerische Kaff zu erwischen. Alter. Uff. Der hat ja guten Rundumblick. Na, vielleicht callt es auch einer für ihn, der tot ist. Vermutlich. Ah, der Afghaner, sehr gut. Der Teamkill mal wieder. So, im Trott raus. Das ist ja peinlich. Was ist los so, heute? 244 Punkte gegen 70, nice. Das gesamte Einreihen. Schneider, stay with your Orty. Was hat Schneider getan? Ich hab's nicht. Ich gesehen. Schätze mal, er war nicht mit seiner Arti. Danke. Na, ich weiß. Gerne. Ich meinte, was... Auf ein C. Ist das Arti-Train, der alleine nach vorne, oder ist das... So ja, also die Arti ist recht weit vorne. Aber ich glaube, dass der einfach als Arti hat mit einer Linie mitgerannt ist. Oder dann halt das technisch gesehen mit der falschen Linie war. Wer weiß. Ja, wer weiß. Also, was ich bei diesem Flaggen-Event bis jetzt immer sehr interessant finde, ist, wie sich so die Karte entwickelt. Also, man rückt immer irgendwo vor, dann da zurück und sowas halt. Und das finde ich halt irgendwie schon sehr interessant, so wie im Vergleich zu jetzt normalen LBs oder beim KK, das Flaggen-Event. Was ist denn beim KK-Flaggen-Event anders? Na, man bleibt halt irgendwie immer so auf einer Ecke, weil man halt bei der Flagge spawnen kann. Und hier ist halt so, man muss sich dann immer so zurückziehen, weil halt jetzt keine Ahnung, Verbündete gestorben sind oder so. Na, das ist doch aber nur bei der KF, die anderen können doch. Ja, ne. Nicht rein. Also die anderen Linien werden auch alle, sind sehr mobil, sage ich mal, über das Schlachtfeld, über die Schlacht hinaus, finde ich. Nicht blocken. Ja, aber ich glaube, das ist du reitest einfach sehr scharfe Kurvenkrieger. Ja, ihr sollt doch eigentlich theoretisch in einer Linie sein. Ja, sagt sich sehr leicht, wenn man vorne reitet. Ja, so, was sagt ihr zu gegnerische Kaff abfangen? Ich glaube, wir werden abgeschossen, oder? Wir haben 3 Punkte, es ist egal. Und die haben keine Response mehr. Das heißt, jeder Kill ist jetzt ein Definitivkill. Was? Ich lebe. Wie lebe ich? Okay. Du wurdest nur entfernt. Nicht mehr. Du lebst es. Ja, ich habe so mit 3 HP überlebt. Ich glaube, die Kaff hat übrigens deren letzte Punkte benutzt. Kann sein. Weil die jetzt nämlich halt nur zu dritt gespawnt sind und eigentlich hätten sie ja zu viert spawnen müssen. Nice, ein Pferd. Komm her, ich halte dir fest. Fuck, die schießen auf uns. Komm her. Was, die schießen auf euch? Unfassbar. Ich weiß. Okay, den letzten jetzt jagen. Wie wir gekommen sind, zurück. Zurück, wie wir gekommen sind. Leute, der Rückzug wurde gecallt. Hallo? Was machen wir? Es gibt keinen Rückzug, wenn man killgeil ist. Wo ist hier das Trompeten? Bläser, blas was. Das ist der Offi. Ja, der wird uns folgen, So, hinter dem Stein wenden. Der links von euch. Dreht ab. Ah, dreht ab. Okay, ja, jetzt mein Lucky Shot. Okay. Yo! Danke für den Lucky Shot. Wirklich? Nein, das war nicht mein Lucky Shot. Das war nicht seiner. Ich muss allerdings gestehen, ich habe ein Thump gehört, wie als hätte ich getroffen.
Aber dann, Moment. Wow. Aber ich habe den Tracer gesehen. Der Tracer ist über Basti drüber geflogen. Das war Uff. Nicht Kriegerschuss. Danke. Jetzt also. Bin ich getröstet. So, wir chargen jetzt die. Wow. Alter. Okay. Also, es gibt Ausfallschaden, Charge. Es gibt trotzdem fette Artikel. Artilleristen. Hartmann falscher. Hartmann, komm schon. Streng dich mal an. Sagt der Tote. Hinter dir. Also, das ist halt. Komm, Hartmann, bring mir den gegnerischen Offizier. Los, duelliere ihn. Ich glaube, der wird jetzt reinrennen und sterben. Ich glaube, also, er muss ja. Hartmann, sein Kopf. Nein, Hartmann. Töten. Ich glaube, jetzt macht er einen Teamkill. Boah, ich sah da schon sowas von Teamkill einfach reinstechern. Ja. Einfach durch drei Verbündete durch. Wir werden langsam in die Mitte geworfen und Treffer ist Treffer. Versuch ich's mal. Teamkill ist Kill. Basic. So. Hi. So, vorne raus. Das ist nicht live, er hat nur. Doch, ich glaube ja. So, aus Spaß reset. Er hat keinen live gemacht. Vulkas. Toll, smaller Map. Oh ja, ich sehe da schon den Gegner, wo ich schon spawn. Wenn das der Tulkas ist, hat ein rein. Mercenaries nach links, gespielt. Nach links ziehen. Was ist mit Tulkas in Mercenaries? Dann hat er schon Mercenaries gespielt. Oh. Der ist ein Dane. Der das? Doch, Hartmann, du bist in diesem Chat drin. Ein Im Steam-Chat. Also, Steam-Chat, achso. Ja. Hä, wo hat er denn gefragt, dass. Was? Da stand etwas höher. Dass er halt den Typen getemp-bannt wird. So. Nicht blocken, nicht blocken. Much enemy. Ja, ich bin halt einfach informativ in meinen Statements. Ich habe natürlich gedacht, es kommt so eine ähnliche Formulierung, weil die ganze Zeit abbremst und dann Much enemy. Über das Kornfeld reiten. Das wird schief gehen. Ja. Nein. Hallo? Von wo? Aber nice shot. Von wo? Charge die gegnerische Kav und jemand schreibt bitte nice shot im All-Chat. All-Chat. Ich hab einen genius Plan, ich bin dismounted. Er wird mich nicht kommen sehen. Ja, toll, vielleicht kannst du diese Idee mit Simon Nevermind. So, bin ich der Letzte? Nein, Kroma ist noch ein Dismounted im Kornfeld. Mann, Kroma, die kommt nie zu dir. Also ein Pferd reitet noch um die Gegend. Zwei sogar, glaube ich. Also zwei Pferde ohne Reiter. Und ein Gegner ist auch noch im Kornfeld. Trifft ihn zusammen, er ist zwischen euch fast. Nice. Bei mir ist noch ein Pferd. Ja, ja, ja. Zwei Pferde sind am Rand des Kornfeldes. Aus dem Kornfeld überhaupt raus ohne springen. Das sind zwei, da sind zwei Leute. Ihr seid zwei dismounted, ihr habt zwei Pferde da. Okay. Lasst den Gegner ruschen, Kavalleristen, das sich kriegen. Er ist tot. Ob anderes Pferd holt. Ja. Okay, weiter chargen. So, Arti sagst du oder? Nein, Kav. Die sind wieder da. Hey, wo sind wir denn? Kornfeld da hinten, Alter. Ja, immer noch beim Kornfeld. Wieso, wo seid ihr denn auf einmal alle hin? Ich hab einen Shot geschrieben. Infanterie ist da. Ja, ich weiß auch nicht, was. Ich glaube, das ist Artigard. Ja, das ist Artigard. Ich hab ihn umgeritten. Da Pferd. Hier ist ein Pferd. Nice. Er tötet Tukas bevor. Ah, never mind. Was ist mit dem Pferd passiert? Der Gegner hat's getötet. Ich glaube, das war einfach von Fuck. Oh, well, jetzt sind wir alle dismounted. Vulkas wurde geslayed. Ich hab den anderen gefragt. Der falsche Stil, der ist halt Artigard bei der Artigard bei der Gegner. Ich weiß, aber ich finde es halt lustig, dass hinter dir. Zur Arti. Ja, charged einfach die Arti mit dem verbündeten Team. Oder. Versuch den zu zünden da vorne, der gerade gespawnt ist. Also rennt bitte rein, danke. Dass er jetzt auch ein Schwert hat, ist natürlich ein bisschen scheiße. Nein, er rennt weg und er ist schneller, weil wir Sahn sind. Warte mal. Ja, rennt, kommt. Wer das sind, das Kaff rennt rein, sterbt. Ich glaub an euch. Ich hab noch einen Kill. Sehr gut. Okay. Oh, sehr schön. Top. Nice. Top. Erstmal hinter der Arti stehen bleiben. Bitte auf mich warten. Machen wir. Oh,
dauert, wenn man gerade erst stirbt, dauert es ein bisschen. So, das gesamte rechts rausreiten. So, hier hinter mir doppelte Kolonne bilden. Ich frage mich, spielt Turkos jetzt noch bei denen? Also macht er jetzt. Müsste jetzt theoretisch wieder im richtigen Team sein? Ja, der ist im richtigen Team. Okay. Nein, ich meine, das gesamte Race um. Marsch mir nach. Hätte ja sein können, dass er einfach Rage quittet jetzt. So, das gesamte. Und in Linkskurve rein in die Flagge Section. Flaggenträger ist umgefallen, nicht tot, umgefallen. Die haben neuen Flaggenträger. Nee, die haben noch immer noch den alten. Na, der ist revived. Macht nichts. Nice, der entfernt ist, kämpft sich zur Flagge durch. Wir geben Deckung. Oh fuck. Kann man jetzt nicht mal mehr blocken. Verbündete kommen, bindet sie weiter. Weiterbinden, deren Flagge wird fallen. Weiterbinden. Achtung, jetzt schießen die Verbündeten rein. Einfach den Flaggenträger, immer den. Ja, ja, ja. Die müssen zu den Verbündeten kommen. Nice, wie viele Lebenspunkte hat der? Das ist der. Der ist irgendwie auf Steroiden. Das ist der Flaggenträger, der Originale. Das ist der Originale, fuck. Nicht der Originale. Ach. Das ist der Offizier. Ich hab den davor schon gekillt gehabt, den ersten. Okay, nice. Zeit hab ich gekriegt. Oh, schöner Schuss. Ich hab noch einen mitgenommen. Habt ihr das gesehen? Ja, schöner Schuss. Mit Fuß. Ich hoffe, der wird nicht revived. Nein, die spawnen gerade sowieso alle wieder bei der Randflagge. Also. Nee, ich meine, das ist der krasse neue Pferde. Von dir, Chroma. Oh, ja. Nein, töten die, bitte. Da links an der Trauben. Ah. Und da hinten ist noch eins. Okay, perfekt. Nice. Obwohl nicht so nice. Ich hätte das. Was die hinter dir? Also ich bin hinter dir. Genauso gefährlich wie der Gegner. Perfekt. So, da im Feld ist ein Pferd. Ja, ich weiß nicht, wo das andere hin ist, aber da kommt gerade eh eine Linie. Ich überlege, ob ich die einfach mitcharge. Hier war noch ein anderes, ich schwöre. Da hinten. Zwei Pferde und die reiten weg. Nein. Ja, die sind beide jetzt weg. Vergiss die. Sind sie? Da ist rechts. Wie das nicht aufhört. Okay, weißt du was? Geht hier mit Cornfeld. Das ist auch weg. Das ist das, was du gerade da gesehen hast. Das liegt da hinten noch. Das sieht man da. Und ja. Da ist Kavallerie. Obwohl eins links ins Feld, ins Feld. An den, der gerade am Maisfeld vorbeiläuft. Ja, ja. Ich überlege. Guck mal nach dem Maisfeld. Ich habe mal ein anderes Pferd gefunden. Okay. Das andere Maisfeld wäre viel schneller dran gewesen. Ja, ja, ja. Ja, aber das sehe ich nicht. Ja, deswegen sage ich das ja. Ist hier noch ein Pferd? Ich bin verwirrt. Warte, ich backstabbe die jetzt. Die haben dich schon gesehen. Ich weiß, natürlich. Ich habe keine Munition, das ist so bitter. Okay, gut. Hey, immerhin war ich noch Ablenkung, oder? Oder? Lebt da noch jemand von uns? Ah, nein, ich glaube, das beantwortet die Frage. Ein rein nach rechts raus. Warte, 10 Sekunden. So, und jetzt hier langsamer werden und Position gleich halten. Gute Nacht. Jo, gute Nacht. Da. So, beschleunigen, zu einem Glied bilden. Oh, die sind da hinten. Ja. Im zäunigen Gelände. Die schießen quasi in unseren Spawn rein. Oh, der Kampf ist dahinter. Aber deswegen schilden wir jetzt einfach mal die Verbündeten, die jetzt 90 Sekunden. Get you. I am the bear, Jew. Interessant. Das ist ein guter Schuss. Ja, anscheinend. Suspekte Chat-Nachrichten auf jeden Fall. Oh, ja, hallo? Fick. Sorry, ich war in mein Fernglas. Ein rein, und nach links, Kaff. Auf die Kaff. Einer entfernt vom Gegner. Einer tot beim Gegner. Drei noch. Haben wir noch Taps? Zwei entfernt. Keins noch, oder ist ein Pferd? Ja, das sind Pferde, aber lass die Entfernten dann. Entfernte von uns Pferde holen, da sind zwei Pferde, die da liegen. Nicht sterben. Wenn sie da. Scheiße. Wenn sie da liegen, helfen die nicht mehr.
War das ein Umreitkill? Ich glaube ja. Ja, es war ein Umreitkill. Entfernte, lass den Nack an. Da ist ein Pferd für dich. Ja. Ja, ist sehr schön. Haben gerade so schwierig, weil das der Offi ist, der gegnerische schon wieder. Der letzte Überlebende. Huch. Krieger, das war gerade gefährlich, dieser Schuss. Ja, wo ist unser Spaßfaktor? Meine Fresse. Achtung von hinten. Schützt das Pferd. Er nimmt das Pferd 100%. Nein, das Pferd ist von der Map gerannt. Das Map hat die Karte verlassen. Ich glaube, das war auch alles, was er wollte. Dismounted. Sorry. Ah, gut. Ja, yep, nice. Sehr gesagt. Okay, Ja, nimm eins. Ich tu mich irgendwo anschließen. Oh, wirklich? Okay, danke. Wollen wir hier nicht da hinten reinrennen? Da ist eine schöne Linie. Oder wird noch nicht gecharged, aber da... Oh ja, in der Tat. Wir bleiben bei den Häusern verstecken, so dass die Gegner uns nicht sehen. Ah, die kommen zu uns zurück, Mist. Ja, rein da. Die rennen vor den Verbündeten zurück. Okay, zurück zu den Häusern zurück. Sorry. Die rennen doch nicht ganz zurück. Nevermind. So, hier erstmal abwarten. Was schreibt der Admin da im Chat? Was passiert hier gerade? Na, ich glaube, jemand hat vielleicht die, Oh, nice. Ja. Hier ist eine gute Chance. Wir müssen jetzt gleich rein da. Dabei die Gegnerkraft jetzt auch kommt. Flaggenmann töten. Dürfen die eigentlich alle Fire and Charge machen oder wie ist das? Oh, ich bin einfach mal durch den Zaun geflogen. Okay, Gegnerkraft ist jetzt auch da. Wir warten auf den Respawn. Seid ihr alle tot? Ja. Wow. Das war gut. Nice. Das ist also. Wo bist du? Gegner töten. Ah ja, ich sehe es gerade. Hoffentlich. Bist du ja weit gekommen? Ich habe einen getötet. Weiß gar nicht, was du hast. Ja, ich meine wirklich, bist du weit gekommen. Das war jetzt kein Joke. Kommt das ein Afkara? Nee. Nein. Ah, nice try. So, sehr schön, meine Herren. Im leichten Tempo raus. Ein rein. Back. Der Lag war für den massiven Artikel. Ah, es ist so doof, weil im Wald sind da halt die gegnerischen Leichten und naja, gegen die will ich halt nicht im Wald kämpfen. Wieso stompen wir die eigentlich jedes Mal so hart? Was passiert gerade? Meinst du mit der gegnerischen Kaff? Nee, das gegnerische Team insgesamt. Was passiert? Second ist als Infanterie einfach nur ziemlich effizient. Ja, das stimmt, die sind sehr gut. Das findest du nicht. Nicht, dass die Arti uns carried. So, meine Herren, Verbündete schützen, Flagge nach hinten bringen. Also und gegnerische Arti, Kavallerie abschrecken. Achtung auf die Infanteristen, die haben eine Flagge Runde, da noch. Runde, wenn du geguckt hättest, hat. Yo. Das war. Teamkill? Von der Arti! Okay, vielleicht carried uns die Arti doch nicht. Vielleicht hat Hartmann recht. Auf jeden Fall, charge weiter. Der gegnerische Flaggeträger rennt zurück, der ist ungeschützt. Nice, tot. Nächster hat die Flagge. Oh, natürlich spawnen wir gleich drei neue. Bindet sie einfach, sorgt dafür, dass unsere Teammates da vielleicht reinschießen können. Ja, kämpft zusammen mit dem 90 Second. ROL, was heißt das? Reload out of line. Reload or fire and charge and reload out of line. Ja. Okay. Ah, gut. Ja, vorhin schon ziemlich viel fire and charge gemacht. Ach was. Du bist der Letzte. Ich weiß. Ich mal suicide dich selbst oder versuchen die hier die Flagge zu nehmen. Renn doch jetzt einfach rein, mein Junge. Nein, ich guck ich. Guck mal da die Flagge jetzt. Komm, ja, hol jetzt. Hol die Flagge. Scheiße, nein. Okay. Aber ist egal, wir haben sie praktisch. Dieser Typ ist so tot. Ja, ich lass die anderen das kämpfen. Weißt du, gleich spawnt einfach sein ganzes Team auf ihn und dann lachst du noch. Aber so ähnlich. Ja. Die dürfen. Warte mal. Was ist mit der Flagge passiert? Ist das. Wo ist die französische Flagge hin? Die hat der Infanterist genommen. Okay. Alles in Ordnung, du kannst jetzt Suicide chargen. Guck mal da vorne, die Bajuwaren. Na, ich probiere vielleicht. Oh, der Flaggenträger läuft so offen rum. Fuck, okay. Nevermind. Ein gutes Aim. So, ja, in dem leichten Tempo vorne raus.
Oh. Ich hasse das so, dass die gegnerischen Leichte die Abstände von Jägern haben und trotzdem Bajonett. Boah. Ja, das ist so. Oh, da hinten wieder. Ich sehe da eine isolierte Linie, ehrlich gesagt. Hm. Ja, aber die ist gerade nicht klein. Und die rennen weg. Ich glaube, das hat sich erledigt. Oh, die haben geschossen und rennen weg, dann geht das noch. Ja, das heißt, ja, haben wir noch nicht nachgeladen. Ich glaube, wir werden gleich auf dem Bajonett aufgespießt. Ja. Ah, ich glaube, die gegnerische Kaff kommt gleich, nein, sie retten. Die geht auch so langsam drauf. Oh, die gehen ins Kornfeld. Nein. Oh mein Gott, Vietnam-Strategien. Nicht. So, meine Herren, bereit machen zum Abdrehen. Bereit machen zum Abdrehen und abdrehen zu den Verbündeten. Other line coming. Abdrehen zu den Verbündeten. Schnell, schnell, schnell. Oh, wer hat mich geblockt? Ist egal, rennen. Das 90 Second rettet dich. Hi, Anton Smith. Cooler Boy. So, das heißt, die gegnerische Kaffee hat gerade nur zwei Kavalleristen. Nice. So, hinter die Arti hin parken. Achso. Bandulka? Ganz okay. Ja, weißt du, ich glaube, warum gewinnen wir? Weil Tulkas das Gegnerteam trollt. Ja. Wir haben einen doppelte Kolonne. Agenten. Ja, das stimmt. Ain't he a lieutenant? Yeah. Fake lieutenant. Toll. Ah. Oh, wow. That's juicy. So, meine Herren. Dass wir nicht gewinnen wegen der Arti. Mir nach. Ja. Ein Glied bilden. Ja, wir gehen jetzt auf gegnerischen leichten Abessen. Der eine rechts beim Baum hat jetzt nachgeladen. Der schießt jetzt. Den könnt ihr chargen. Zu zweit. Der hat nicht nachgeladen. Zu zweit. Der hat zwei Masketen. Boah. Ich bin entfernt vorne bei den. Wie viele haben die von Musketen? Noch mehr. Charge dir einfach, die machen Vietnam-Taktiken. Nice. Den Kavalleristen nicht töten, sonst respawnt die Kaff. Versuch das Pferd zu holen. Deren Flaggenträger wieder rum. Lass mich das Pferd holen. Ich kann das schaffen. Ah, nice, Schwalbe war's gut. Ihr seid zu zweit. Where's Tulkas? Einer noch? Komm, rein da. Du holst sie dir alle. Die haben zu viele Schüsse. Ja, das ist. In diesem Event kannst du aus irgendwelchen Gründen mehrere Waffen aufheben. Na, das so, Wow. Das kann man enablen. Also, die Artis irgendwie rausreichen aus dem Spawn direkt. Ja, die Spawn campen und dann spawnen. Aber, what? Why? Wie also, vor allem? Ich schätze mal, das war ein Fehler. Das muss mit Absicht gewesen so sein. Wie kannst du? Das geht meine Herren, nicht. Das 18 PP schilden. Wir bleiben noch in der Nähe. Sobald die gegnerische Kaff kommt, schneiden wir sie von hinten ab. In Bewegung bleiben, damit die Gegner nicht auf uns schießen können. Oder auf jeden Fall nicht treffen. Hier ist der Maprand direkt hinter uns. Ja, nicht gegen diesen reiten. Gegner zieht ab. Also die Kaff. Okay, das gesamte mir nach. Ein rein. Hier, okay. Je nach. Sicher, dass wir hier jetzt so ins Kreuz ja kommen. Das kann Schlimmes passieren. Alles. Vielleicht. Weil. Was ist jetzt der Plan? Kommt mir nach. Ach. Ins Kornfeld! Okay. Gegner feuern. Und aus dem Kornfeld hier wieder raus. Achtung, Zaun. Also irgendwie haben wir mehr verloren, als ich geplant hatte. Scheiße! Mir nach. Ist immer noch mir nach. Ins Gegnerteam reingeritten. Nein, in der Mitte war actually die Lücke. Was ist denn überhaupt? Also, das was ist. Machst du? Aber. Er will die Arti starten, deswegen macht er so eine Abtheater. Ja, da war in der Mitte eine Lücke. Ich meine, also an diesem Punkt ist es auch egal, was wir tun, weil selbst wenn wir jetzt 7-mal sterben, haben wir immer noch mehr Tickets. Na, man muss manchmal Sachen probieren, das muss ja nicht immer klappen. Kann nicht immer klappen. Ich meine halt. So. Digga. Ja. Hast du das Memo eigentlich, was denn der erste Runde? Nee, die Memos werden nach 2 Runden veraltet. Ah. Vorwärts. So, wir warten, wir drehen noch hier kurz Kreise, bis das gegnerische Linie da hinten abgeschwächt ist. Spielen welche von euch Ruse? Ja. Ja. Wisst das, was man mit der und mir nach mit den Airplanes macht, bevor man sie alle auf eine Mission losschickt? Genau dasselbe machen wir. Alles
klar, AFK, cool. Abdrehen zum Spawn. Bestimmt. Scheiße, ein Baum. Das nein. Ist ein Baum, mein Schatz. Der weicht nicht. Wirklich? Nach hinten geschaut. So, ja, hinter der Arti parken. Ich gehe scouten. Also, stand so geht nochmal ein bisschen weiter in die Kuhle rein. Die Arti zielt. Jedenfalls, die Arti trifft. Ein bisschen merkwürdig, dass die Gegner alle 5 Musketen haben. So. Ah, die können nur maximal 3 haben, wenn es sich tröstet. Wow. Ja. Wow, sie können nur 3 Musketen im Inventar haben. Das ist ja. Das ist halt klassisches NW-Inventar, also Mountain Blade auch. Ich weiß, wie das Inventar funktioniert. Ich finde es Bullshit, dass dieser Server das nicht so eingestellt hat, dass man nur eine Waffe hat. Naja. Ja, ich schätze mal schon als Infanterist ist. Gewürzbrot, zügele dich. Das ist mir hier nicht geheuer. Sorry, red weiter, Krieger. Ich schätze mal, als Infanterist ist das schon recht angenehm, also wenn wir halt als Leiche spielen würden und dann dementsprechend mehrere Musketen, wäre das auch ganz nett eigentlich so, wenn man jetzt zum Beispiel gecharged wird oder so. Ja, aber es ist halt Bullshit. Wollen wir uns vielleicht ein bisschen wegbewegen, also links ist ja doch eine sehr prominente Linie. Schießen nicht auf uns. Meine Herren, zu mir kommen. Die aber auf uns schießen könnte. Ich bock oben rechts von euch. Und da. Wieso sind die Gegner, sobald sie es können, auf irgendein Dach? Weil sie klettern können, ne? Was wollen wir da jetzt machen? Ja, springen und beten. Nee, wir chargen die gegnerische Kaff. Ja. Ist noch einer zu Pferd? Flagge retten. Kann die Second helfen. Sehr gut. Schön. Schön gemacht. Weiter mit den Reiten, weiter mit den Reiten. Rechts von den weiterreiten als Eskorte. Manchmal habe ich hier so leichte. Rechts von den weiterreiten. Ja, ich auch leichte. Das ist, hinter den Offi einreiten, ich block oben. Ein Glied. Wir spielen aber auch mehr Leute als beim KK. Und es gibt Waffendrops. Mm. Multiple Firearms. Wir sind auf. Also, auch wenn die nichts haben, wir haben auch nur noch 34 Tickets. Wir hatten mal über 100 mehr gehabt. Ja, das stimmt. Ja, seid dann, sparsam mit eurem Leben. Und dann ist dieser 20-Mann-Teamkill passiert. So. Mein ja nur. Oh mein Gott, das ist ein All-Charge. Wirklich? Er hat gesagt All-Charge. Ja, Leute, achten nicht. Wenn beide nur noch 0 Tickets haben. Was ist das eigentlich? Was passiert hier? Schätze mal, das ist so ein On-Off-Skill. So, okay, und... Chargen. Er macht mit jeder Kugel mindestens 5 Kills, aber es ist nicht spezifiziert, aus welchem Team. Nein, Gewürzbrot! All-Charge, no shooting. Sorry, hat man. Sinclair hat wirklich so ein On-Off-Skill. Ja, das ist irgendwie. Also so ein Rallakesh, der manchmal so ins eigene Team schießt. Also das ist ja wirklich. Ich finde es halt lächerlich, dass der. Also, der ist nicht nur 31-0, der hat viel, viel mehr Kills, aber hat halt auch so 20 Team-Kills gemacht zwischendurch. Das ist irgendwie. Jawoll, wie dann wir weggekommen wurden. Beschützt weiter den Infanteristen. Weil das ist das Beste, was wir gerade tun können, dass der zu seinem Team zurückfindet. Damit. Nein! Nein! Ich habe es getan. Ich hab... Oh! Was ist eigentlich mit dem All-Charge passiert? Ich schätze mal, seit nur noch 3 Gegner übrig sind, hat sich das so irgendwie erübrigt. Nein, ich meine, dass der Arti-Typ einfach das die ganze Zeit ignoriert hat. Ja, Arti hat sie daran eigenen Leben. So, meine Herren, bitte allesamt GG den All-Charge schreiben. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Mitmachen, hoffe es hat euch gefallen und für die jetzt noch bleiben wollen, Fragen haben oder sonstiges, dürft natürlich bleiben. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen guten Abend, außer die ich jetzt noch benötige. Oh Gott. Benötigen?